Du Moin, da ist er wieder. Neue Runde Satisfactory in der 1.0. Immer noch oben links seht ihr die Versionsnummer 366202. Die Fehler, die ganzen Bugs, die auch die Leute fleißig behoben haben, sind, diese Aufnahme ist von Dienstag. Genau, Dienstag. Von Dienstag, den 17.09. Und bis jetzt gab es noch keinen Patch, keinen neuen. Interessanterweise Question and Answer Website, wo die Leute reporten, vor allen Dingen diesen Speicherbug. Ne? Das Ding hat ja jetzt über 100 Votes nach oben und die Leute reporten das fleißig, auch mit Screenshots zum Beweisen. Da hat sich Kopfwiss dir noch gar nicht so gerührt. Ja. Ja, um das nochmal klar zu machen, was zum jetzigen Zeitpunkt der Fall ist, wir sind nicht die einzigen, auch Leute, die mit 1.0 angefangen haben. Ihr baut was als Beispiel, ne? Das hier, ja, speichert ab, geht Gott weiß wohin, ladet den Spielstand neu. Und plötzlich ist das, Teile von dem, was ihr gebaut habt, nicht alles, Teile von dem, weg. Das waren am Anfang, sind es bei mir Foundations und Wände. Es sind übrigens auch Glasscheiben, habe ich jetzt gesehen. Und wovon ich auch betroffen war, ist das Ziel von Drohnen. Ich lade also neu und dann ist das Ziel der Drohnen weg. Nicht von allen, aber von einigen, das nervt. Kriegst du erst mit, wenn irgendeine Produktion steht. Ist ein bisschen richtig nervig, ist leider zum jetzigen Zeitpunkt wohl so. Blöd finde ich, normalerweise reagieren die ja ziemlich schnell darauf, dass Coffee dazu noch kein Pieps gesagt hat. Und das doch nicht mal auf der Webseite gefleckt hat als in Arbeit oder internal oder sonst was. Das machen sie ja mit anderen Sachen auch, mit dem nicht. Ja, und ihr seht da ja auch Screenshots von anderen Leuten, da sind ja ganze Produktionsmaschinen verschwunden, gespeichert, geladen, da ist das Band noch da, in die Maschine fehlt. Oh Mann, ey. Da haben sie was gemacht. Und wenn du halt große Anlagen hast, kannst du nicht sicher sein, dass irgendwo nicht irgendwas verschwunden ist. Das ist also meiner Meinung nach ein Bug, der gekommen ist mit dem neuen Speichersystem, was jetzt natürlich ziemlich schnell ist, aber irgendwie fehlerbehaftet ist. Und andere Bugs gibt es natürlich auch noch mit dem Blueprint. Deswegen habe ich den Blueprint MK2 benommen. Den 3 habe ich noch nicht freigeschaltet. Der 1er hat Bugs, stürzt gerne ab. Und sowas in der Alle kann da wieder nicht geladen werden. Das hat nichts mit den alten Blueprints zu tun, sondern auch mit neuen generierten und so weiter und so fort. Ist das denn da in der Closed Beta nie aufgefallen? Oder was? Ich bin der Meinung, dass bei einigen Sachen, es hat für mich das Geschmäckle, dass das sehr wohl aufgefallen ist, sie aber zum Fixen die Zeit nicht mehr hatten. Und dann hast du nämlich das Problem und dann konnten sie nämlich den Release-Zeitpunkt 10. September nicht halten. Ich glaube, die wissen, dass da die Fehler drin waren am Release-Tag. Was natürlich dann ziemlich schräg ist mit dem Speicherbug. Den hätten sie eigentlich fixen sollen, aber jetzt schweigen sie dazu, bis zum jetzigen Zeitpunkt halt. Ne? Also wie gesagt, es ist Dienstag, 17.09. diese Aufnahme. Nachmittags, ja, kann sich ja noch ändern. So, ich habe hier mal was vorbereitet. Das heißt, diese Dinge habe ich, hier Schilder genommen. Das Weiße, das lässt sich hier leider nicht ändern. Ich wollte hier auch einen Rahmen und weiße Schrift, schwarz, irgendwie ging aber nicht, wie auch immer. Also das sagt an, was reinkommt. Oder die Schilder sagen an, hier, das sagt Batterie für die Drohne. Hier haben wir noch die Supercomputer, hier haben wir wieder Batterie für die Drohne, hier haben wir das Zeitkristall in, ja, es kommt ja rein. Batterie für die Drohne, hier kommen die Batterien rein, deswegen ist der Verteilerband MK5 und hier die Batterien für die Drohne. Dann habe ich den Kram hier rübergelegt. Die sind hier unterschiedliche Höhen, ne? Die gehen hier drüben an, diese die drei Produkte. Das vierte Produkt, also eigentlich das, was wir herstellen, das würde dann da hinten raus. Ne? Ja, da habe ich nochmal zwei Schilderchen dran gemacht, damit wenn Eckart hier steht und dann wieder vergessen hat, was er gerade da hinten gesehen hat, welches Band das ist, da kann er hier nochmal gucken. Ne? Und er kriegt sogar auch noch die Richtung angezeigt, hier nach da. Weil manchmal, das Ding ist ziemlich flach, das hier, das kannst du von unten nicht sehen, wenn du hier stehst und Eckart, ne? Obwohl, wie gesagt, er könnte jetzt da kombinieren, ne? Sherlock Holmes, kombiniere. Aber er macht es ja nicht, deswegen kriegt er die Schilder hier dran. So, wir gehen jetzt hier, ist Licht, ja. Hier ist Bauzaun. Und jetzt gehen wir mit dem Kram hier runter. Ich habe hier Versuchsaufbauten, nicht wundern hier unten, das sind Versuchsaufbauten. Apropos Versuchsaufbauten. Ich brauche hier noch ein paar Schwebergelumpe, damit ich hier nicht wieder auf die Nase falle. Wie gesagt, dieses Spinnengelumpse. Warte mal, konnte man die Dinger nicht ersetzen? Ist mir ziemlich wurscht jetzt. So, jetzt mach hier hinten hin. Oh, nur noch eine 83 Kabel. Habe ich das eigentlich angeschlossen in unserem Dings? Nee, kann ja nicht. Sonst hätte es ja nicht jetzt 83. Ach so. Egal. Mercer Fam habe ich auch ein paar gesammelt.
Jetzt mal allgemein, nee, mache ich, wenn wir die Liftpart Phase 5 freigeschaltet haben, was ich zu der 1.0 halte, von der 1.0. Das machen wir, wenn Phase 5 freigeschaltet ist. So, Versuchsaufbauten waren hier. Ich wollte hier gucken, weil war nicht eins dieser Nebenprodukte, wo Coffee gesagt hat, kann man nicht speichern. Das ist es wohl aktuell. Wie langsam macht er denn hier? Ah ne, den habe ich abgeschaltet. Wegen dem Sound. Ich habe nur Test gemacht, ne? Deswegen ist der abgeschaltet, nicht wundern. Ging hier um die Anordnung und so. Der braucht jetzt um. Was wollt ihr eigentlich herstellen? Ach, da. So, wir haben hier ein Nebenprodukt. Dunkle Materie. Ist es die dunkle Materie, die man nicht speichern kann? Die nur in dem Raum? Egal. Die stellen wir hier. Boah, warte mal. Die dunkle Materie. Wo brauchen wir denn die? Überlagungsoste, den können wir auch hier herstellen. Wir haben ja nochmal auf der anderen Seite Drohnenpolster, da brauchst du aber den. Warte mal, mach mal hier, drück mal hier O und tu mal hier dunkle Materie machen. So, das da. Damit kannst du auch herstellen. Hier stellen wir sie her. Der wird hier gebraucht. Ne, da ist Überrest. Für was brauchen wir denn den Kram? Hier ist es, verwendet in Diamanten und dunkle Materiekristalle. 150 die Minute? Was soll uns eigentlich diese Zahl da sagen? 5000? Was auch immer. Diamanten. Die haben wir wie Sand am Meer, die Teile. Okay, das hier werde ich im Leben nicht hier in der Hauptbasis machen, weil du hast ja hier Plutoniumabfall. Das muss eigentlich im Endlager gemacht werden. Okay. Ich sag mal, für die Optik, geh mal weg mit dir. So, was ich ja gerne hätte, das ist ja so ein Quality of Life Upgrade Request, was auch in diesem Ding da immer steht, ist, dass du eigentlich planen kannst, ein Planungsmodus, ne? Was Factorio hat das, Dyson Sphere hat das, was ist denn jetzt hier los? Geh weg hier. Oh, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem, was da jetzt irgendein Abfall passiert? Gibt es keine Kiste, ne? Oder habe ich jetzt eine Kiste in der Tasche? Nö. So ein Planungsmodus. Weißt du, wo du hier deine. Was will er denn? Oberfläche zu uneben. Hallo, hast du einen Knall? Mann, ey. Weg mit dir. So, nochmal auf ein drittes. Drück mal H. So, wir sind jetzt hier. Das ist eigentlich der beide. Das wäre hier. So, wir gehen aber mit dem nach hinten, weil wir brauchen Platz. Und ich glaube, wir brauchen anderthalb. Nein, wir machen zwei Foundations Platz. Ja. Wir machen zwei vom Bildschirms Platz. Der piepst in meine. Ja, weg. So, wir machen nochmal. Zwei Foundations machen wir hier Platz. Und dann gucken wir mal, was hier passiert. Kannst du mal das Licht dann machen? Danke. Okay, dann gehst du hier. Setz dir mal dahin jetzt. So, da ist mal Ruhe im Karton. So, eigentlich schon Mast. Und für was auch immer man. Ja, genau. Wir setzen den jetzt hier nebendran. Zack. Für was wir auch immer die gebrauchen. Oder wir machen jetzt hier gleich vier von den Teilen. Für die Optiken habe ich, glaube ich, nicht genug Klumpe hier dabei. Warte mal, musst du mal weg hier bitte. Also vier ist zu gequetscht. Ich will nämlich neben dran vorbeilaufen. Das heißt, wir machen hier drei hin. So machen wir das. Die drei kommen dahin. Da wird erstmal nur einer produzieren. Da kommt eine Drohne rein. Hin, hier. Die das Produkt, was wir jetzt eben machen, herstellen. Wahrscheinlich nehmen wir den linken und die anderen beiden sind dann erstmal fake. So, die brauchen aber. Nehmen wir den mal weg da. Danke. Das Material kommt ja von hier oben. Das haben wir hier. Und das holen wir uns hier auch aus der Ecke. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Wir haben ja Platz. Man muss ja nicht immer so eng bauen, verdammt. Vielleicht so. Jetzt geht es aber darum, die anderen beiden da dran zu kriegen. Wenn man die jetzt mal, wir nehmen mal an, wir machen die jetzt mal wirklich so. Und gehen mal mit dem. Was macht denn der hier eigentlich? Der hat ja den geraden Modus. Der macht das so, das will ich nicht. Ganz wirre Sachen sind hier passiert. Warum habe ich es jetzt so gemacht? Weil hier hinten, wenn du den so machst, kriegst du das Band hier nicht rum. Also wenn er nach da guckt, wenn er nach hinten guckt, dreht er sowieso nicht rum, weil da hinten ist die Wand. Natürlich hätte man das dann nach hier vorne setzen können. Ja, sodass die von hinten dran kommt. Ich wollte es jetzt aber einfach mal so machen. Ich meine, warum denn nicht? Ja. Wir gucken alle von drei von den Liften nach vorne. Man muss ja nicht immer hier nach Schema F vorgehen. So, und dann kommt der Kram nämlich da hinten raus.
Und dann gehen wir aber meiner Meinung nach in der Ecke nach unten. Damit wir da das Band verlängern können. Ne? Damit wir nicht so mittendrin da wieder so einen komischen Nupsi da haben, weil das Band da aufhört wegen der Maximallänge. Wisst ihr ja, ne? Trick 17. Das ist der da. Der kommt gleich. Der da. Das wäre hier. Wir brauchen... Ich habe ja nach wie vor ein 5er Band. Warte mal. Flup. Ach so, ich muss ja von unten gehen. Wo ist denn das Ding? Der hier, das ist der, der und der. Alles klar. So. Patch. Guck, und dann geht das da dran. Von unten nach oben. Warum das von oben nach unten nicht geht, bin ich ja richtig? Ja, muss ich ja. Und. Zack. Dann hast du das Mittelding da nicht. Und. Das habe ich richtig rum gemacht jetzt, ja. Alter, so. Hier ist es gelb, da muss man aufpassen, ob das dann auch funktioniert. Oh. Was hat er denn hier für ein Problem? Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich wieder zu blöd war. Nö. Ich war wieder zu blöd. So. Nochmal. So. Geht doch. War doch eben auch, oder nicht? Naja, egal. Wir werden es sehen. Das kann man dann nochmal setzen. Das macht jetzt nichts. Ne? Müsst ihr das so anpeilen, dann snappt er da rein. Der ist gelb geworden. Kann gut sein, dass der nicht funktioniert. Muss man da nochmal gucken. So, dann haben wir hier die drei Produkte. Die ziehe ich aber hier, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Wand hier lasse. Also den Fußboden, die Foundation. So. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir ziehen das. Hoffentlich ist das jetzt lang genug. Weil sonst, genau. So, griffst du noch bis dahin? Ist der in der Mitte? Ja, der ist in der Mitte. So, dann sind die hier drüben. Das sind die drei von diesen Teilen, die wir hier brauchen. Ich mache den noch, muss ich nochmal hier dran machen. Ich nehme jetzt mal nur den, weil wir haben ja nur Material für einen. Der braucht dieses komische, die Photonmaterie, die kommt ja da. Die geht nur links. Okay. Und die anderen drei müssen dahin. Jetzt habe ich mir natürlich... Na gut, das geht ziemlich einfach sogar. Ne, machst das so. Ich meine, das ist jetzt irgendwie jetzt weniger das Problem, ne? Ach, ist zu lang. Warte mal. Man muss sich mal angewöhnen, großzügiger zu bauen. Ne? Nicht immer eng, eng, eng. So, dann machen wir das so. So. Und so. Zack. Und jetzt holen wir das Rohr. Und ich brauche ja die Produktionsdinger. Und da wollen wir ja gleich... Ja, eigentlich für die Optik. Da kannst du machen, was du willst. Das ist für die Optik. Da setzt man, ich habe doch gleich mehrere von den Dingern hier gemacht. Der braucht ja keinen Eingang, zum Glück. Ja, warte mal, jetzt könnte man natürlich hier. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem. Shit! Fehlplanung. Weil dann könnten wir, hätten wir den doch näher sammeln, damit das Ding nach links kommt. Ja, nee. Ja, da ist das Rohr. Und. Nochmal zwei von denen, bitte. Danke. So, Strom kriegen die noch nicht, weil die sind halt so richtig laut. Der ist, der braucht den. Zack, Steuerung C, Steuerung V. Ne, jetzt haben wir was vergessen. Ah, Gott, wir brauchen ja noch... Weg mit dem Ding. So. Das sind diese Fässer da, die hier, unsere Zwischenspeicher, dann steht das Ding halt jetzt nicht in der Mitte. Das ist natürlich so eine Sache, weil das ist jetzt hier in einer Linie, dieses Rohr ist in einer Linie mit dem da. So habe ich das jetzt gesetzt. Wenn wir das jetzt so machen, dann ist das Rohr halt schief. Sind halt die wieder nicht in einer Linie. Irgendwas ist ja immer, lass mal gerade gucken. Irgendwas ist ja immer. So, der wäre hier auf dieser Linie, drück mal H. Na guck, jetzt ist das halt so. Wie sieht denn das aus, wenn man da jetzt so ein Rohr dran macht? Der braucht ja eigentlich auch nur... Ich hab das Ding gar nicht da hinten... Ach Quatsch, Logistik. Der braucht nur das Einser. Ne? Wäre dann so. Huch, ey da, was los? Fixit pipelines can contain any fluid, including the water necessary for coal-powered generators. Note, water does not flow upwards by itself.
While water extractors provide some lift to truly defy gravity, consider the use of pipeline pumps. Das wurde jetzt nur getriggert, weil ich ein MK1-Band genommen habe. Denn MK2-Bänder habe ich ja schon mehrere versetzt. Versetzt, verlegt, rohrverlegt halt, ne? So, warte. So. Zack. In der Mitte? Ne, nicht wirklich. Jetzt ist er in der Mitte. Also hier, nicht so, in dieser Linie. So. Dann machen wir das halt jetzt so, verdammt. Wo ist denn das jetzt gelb? Ja, so ist das halt. Jetzt können wir doch dem Kind mal hier eine andere Dings geben. Wie sieht denn das jetzt? Das wäre Kupfer. Passt irgendwie nicht. Wie sieht denn das Carbon aus? Und Chrom? Mach doch mal Chrom. So. Chrom, Chrom, Chrom. Sieht aus wie ein Terminator oder so, ne? Oder die Waldfee. So, da haben wir das. Die können ja auch mal laufen und lass den doch mal das produzieren. Wir nehmen aber, greifen jetzt erstmal nur das eine. Wie machen wir das am blödesten? Das hört doch mal da oben für das Rohre da so. Genau, der war jetzt in der Linie von dem. Das heißt, wir nehmen mal den. Snappt der wenigstens da? Nö, er mag nicht snappen. Wir nehmen mal den. Ich schließe die jetzt einfach wegen der Optik an. Das hat, weil wir nutzen ja eh nur einen. Wir haben hier nur das Material für einen. Ja, darf man ja nicht vergessen. So. Ach so, da ist das Ding bestimmt zu nah dran. Der muss nämlich nach unten. Ja, 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 ja. Shit. Der muss nach unten, dann geht der nämlich da dran. Hier an das. Was soll ich meinen? So, und dann drehst du den nach unten, dann geht es. Das war eben pink, ne? Hier, so. Aber dann wäre der. So, geht es. Nichts genaues weiß man nicht, ne? Lass die Dinger nochmal grob machen. Ja, man muss ja auch mal andere Baudinger hier machen. So, so. Ja. Den Ständer lasse ich da mal, ne? Sonst heißt es wieder, hier deine Rohre schweben hier einfach in der Luft. So und so. Jetzt haben wir hier eine Verchromung. Hier geht doch eigentlich noch so ein Gangway da dran. Ist das richtig? War doch so, dass die hier dran geht, ne? Die Snap tut sie nicht. Das ist nur bei den Drohnenports so. Mist, ey. Na gut, mal. Auch hier nicht? Ging das nicht mal? Ach, das ist ja eine neue Maschine. Bei denen scheint das nicht zu gehen. Ja, das wieder für ein Mist. Ja, Coffee Stain. So, wir brauchen Sturm. Wer sich schon mal gefragt hat, wie man die Dinger so hinkriegt, dass sie untereinander aussehen wie verbunden. Die Maschinen, so. Man macht eine Wand hin. Na, könnt ihr ja so hinsetzen, fest ankern, dann schiebt er sie noch ein bisschen durch die Gegend, so. Jetzt zieht er die Wand da hinten dran und dann ist das ein Wandmontage-Ding, das da. Da macht er den Nupsi dran. Und dann verbindet ihr die untereinander und dann sieht es aus, wie dass die Maschinen wirklich untereinander verbunden wären. Ne? Sind sie natürlich nicht. Aber ab und zu mache ich das mal. Ich weiß gar nicht wo. Ein paar Mal habe ich das gemacht, das ist aber schon länger her. So. Patsch. So, und dann brauchst du natürlich nur noch einen Anschluss, ne? So sind die Dinger so verbunden, die Maschinen untereinander. Den Stromanschluss holen wir uns, den gibt es ja hier noch nicht. Den holen wir uns dann irgendwo mal her. Das kann wieder weg, das war eine Hilfe für, zum Messen für die Wand. So. Dann holen wir mal, nee, wir bauen mal Drohnen. So, ich habe die Dinger mal eingestellt, beziehungsweise hier. Also da kommt jetzt gleich die Drohne an, die liefert Batterie, deswegen kann die noch nicht weg hier, die... sagt nämlich nicht genug Treibstoff, kriegt sie aber gleich. Dann kriegt er hier noch, ich nenne das Ding FFM-Gebäude, das Ding liegt Zeit Kristall in, Zeit Kristall in FFM, weil man weiß, was wir hier alles noch reinmachen. So, da müsste, das Ding hat aber auch Hauptlager, glaube ich. Zeit, deshalb Zeit Kristall aus, jawohl, zack. Und der ist noch nicht in der Wüste, der ist hier vorne ums Eck. Wie heißt denn das? Triton, ne? Heißt das Ding Triton? Heißt das Ding Triton? Zeig her. Wie heißt denn das Ding? Trigon. Mein Gott, Trigon. Dann ist das Ding hier auch. Das Ding ist Trigon in FFM-Gebäude. Hört er mich auf der Tastatur rum? Trigon in und da haben wir aber noch nichts in der Wüste. Das ist dann wohl hier. Trigon Produktion Trigon out. Der ist es. Patch.
So. Sobald die Batteriedrohne da ist, ich hoffe, das ist hier alles hier noch wüst, ne? Da wird ja gleich nochmal der Strom abgestellt. Ich kriege den Strom abgestellt. So. Die Dinge haben angeschlossen. Licht hat es hier noch nicht. Hier kann man dann hier Licht hinmachen unter denen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Jetzt gucken wir mal gleich. Und dann fliegen die Dinger eigentlich, sollten die anderen losfliegen, wenn der jetzt hier gleich die Batterien verteilt. Also rein theoretisch sollte, wo ist denn hier der Glasbruch? Hier ist der Glasbruch. Das sollte man dann ja rein theoretisch hier unten sehen, ne? Hier. Wenn ich nicht einen Lift verkehrt rum gemacht habe. Oder falsch angeschlossen habe. Kommt ja manchmal vor, ne? Wenn man so ein bisschen verwirrt ist, so mittelschwer. Jetzt mach hinne. Die braucht immer ein Stück, bis sie entladen wird. Da sind sie. So. Ja, das ist, weil das da oben ist ein Einserband, ja. Das dann durchmachen, das ist ja halt so da. Die gehen also erst alle drei hoch. Jetzt müssten die dann auch losfliegen, wenn sie genug haben. Nach Adam Riese, der das Zeug, die zwei, die das in der Wüste holen, die brauchen, glaube ich, 25 Batterien. Jo, da gehen sie los hier. Aha. Die war schnell, aber die hat nur, braucht nur, glaube ich, 6 Batterien oder sowas. Fliegt jetzt da los. Die beiden hauen in die Wüste ab. Das braucht ein Stück, bis sie zurückkommen. Ich hoffe, ich habe da hinten alles richtig eingestellt. Nicht, dass da hinten der Drohnenport zwar eingestellt ist, aber der nicht angeschlossen ist und der Splitter oben nicht geht. Dann kommt nämlich jetzt die gleich mit dem Supercomputer der zurück. Das warten wir jetzt mal ab. So, die Trigon-Drohne ist schon zurück. Das war klar. Die ist ja hier ums Eck. Mal gucken mal, ob es funktioniert. Die anderen beiden brauchen länger. Wegen denen, vor allen Dingen wegen den Lifts. So, das müsste ja dann hier rauskommen. Hier hinten. Hier werden noch die Batterien aufgeladen. Das passt schon. Dann ein Saband macht hier nur 60 die Minute. So, der Kram müsste hier rauskommen, weil die haben oben automatisch gesnappt. Ich hoffe, die funktionieren. Wieso werden die denn jetzt so langsam entladen? Das ist doch 60 die Minute bestimmt. Da oben ein Einser Dings genommen. Einser Lift wahrscheinlich, ne? Ja, kann sie ruhig mal machen. So, das ist die Batteriedrohne, die hebt wieder ab, weil die muss ja erstmal auffüllen. So, hier noch irgendwas anderes, was man hier wissen muss. Sag mal her. Die anderen beiden scheinen sich verflogen zu haben. Das dauert ja jetzt schon ziemlich lang. Ich glaube, da müssen wir bei die auch mal. Was ist denn eigentlich der Zeitunterschied mit dem neuen Treibstoff? Weil das dauert ja jetzt schon richtig lang, um es mal so auszudrücken. Kaum sprichst du vom Teufel, da sind sie beide. So, jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich die richtig angeschlossen? Das ist das Zeitkristallin, das ist der Supercomputer. So. Die fliegt. Wie viel greift denn die da ab? Ist das Ding immer noch nicht voll? Ja gut, die Bänder müssen volllaufen. Ja, fast. So, zeig her. Das ist Supercomputer und Zeit. Wir gucken schnell hier unten. Da ist natürlich jetzt auch ein Einser Lift dran, ne? Was wir machen, machen wir gleich, mache ich dann. Ich geht ja erstmal nur darum, dass der Kram, dass der funktioniert. Das sind die Trigons, Tridons, wie auch immer. Der müsste dann hier rauskommen. Da, Supercomputer und hier Zeitkristalle. Zeitkristalle, die wollen nicht. Ich kann gut sein, dass die Dinger noch überhaupt nicht ins Lager gebracht werden. Oder? Oh Mann, ey. Ich geh mal gucken. Also Prot Zeitkristalle out ist das hier. Da ist es auch eine Drohne. Die scheint das auch abzuholen. Ist das die aus dem Lager oder ist das jetzt die, die für eine andere Produktionsanlage zuständig ist? Weil dann haben wir nämlich nicht genug. Die lässt 19 da drin. Dann fliegt die fast durch die Gegend. Ja doch, die fliegt zur Wüste. Ich gehe mal zur Wüste. Hier sind die Zeitkristalle. Hier sind sie dort drin. Hier sind sie in den Containern. Gehen hier raus. Ja, ist wahrscheinlich wieder da oben der Splitter, der nicht funktioniert hat. Der hier. Jo, der ist es. Deswegen kein Kram im. Na, sag schon, im Drohnenport. Machen wir das mal so. Dann nehme ich welche zu Fuß mit. Wir nehmen jetzt hier, brauchen den Splitter hier. Wo ist denn das Teil da? Rumdrehen bitte. Zack her. Der muss dahin. Und dann geht es auch. So, ein bisschen. Ach so, ich muss nochmal hier. So. Rum. Ah, dann laufen sie da rein.
Das sind unsere ganzen Kristalle. So, dann nehmen wir hier mal welche mit. Ja gut, die Drohne ist wahrscheinlich schneller als ich. So, jetzt gehe ich zurück in die Dings zur Produktionsanlage. Da sind sie auch angekommen, ne? Die Drohne war natürlich schneller als ich. Boah, klar. Nee. So. Das heißt, wir testen das jetzt mal, dass die Produktion hier auch läuft. Das schauen wir uns jetzt gerade nochmal an. Gib mir mal... Ist erstmal wurscht. Kann man hier einfach raus. So, zack, Band raus. Der ist eingegangen, kein Strom, das ist klar. Das haben wir hier hinten noch nicht angeschlossen. Jetzt schließen wir den an, wegen dem Krach. Ne? Das wäre hier, wo ist denn... Also, ich hab doch hier Dings gemacht. Ich hab doch hier... Strom ist da, die anderen haben wir das Rezept noch nicht. Er wartet jetzt auf schöner Wetter. Das läuft voll, das passt schon. Und dann nehmen wir mal hier so einen noch kurz in Betrieb. Warte mal, nehmen wir uns hier auch nochmal die Kabel. Ich mache die dann nachdem ich das Video aufgenommen habe. Und das am Hochladen ist natürlich hier schön, ist klar. Ne? So, der macht sein Ding, der macht sein Ding. Man könnte da natürlich so ein Rückschlagventil dran machen. Also, ach so, vielleicht sollte man es mal einstellen. So. Steuerung C. Und die machen halt einen Krach, ne? Steuerung V. Gehen wir ein Stück weiter weg. Läuft. Dann kommt das auch hier gleich durch. Die Kristalle kommen auch rein. Dann nehmen wir mal ein langsameres Band dann irgendwann, ey. Weil es ist ja alles. Nehmen wir vielleicht mal ein 120er. Mehr braucht man da ja nicht. Muss ja nicht immer hier so durch die Gegend rasen. Die brauche ich nicht. Die kann man mal da reinstopseln. So. Können wir so machen. Warte mal. Können wir es doch so machen? Und... Wo sind sie denn? Wo sind die Kristalle jetzt hin? Da sind sie doch. Lade die mal hoch, wenn du Zeit hast. So. Wieso habe ich eigentlich zwei von diesen Bechern dabei? Kannst du jetzt mal bitte... Auch schon lang, ne? Aber ich muss erstmal... Das ist auch ein 600er Rohr. Das muss erstmal... Es kommt aber da hoch. Kann ja nicht sein, dass... Ja, genau. Hier. Licht eigentlich an. Ja, können wir mal ausmachen. Hier sehen wir mal gucken. Das leuchtet übrigens dann auch, ne? Wenn es so da ist. So, jetzt dürfte der gleich... Die brauchen natürlich auch Energie wie Harry. Anlaufen. Tut er auch. Ich sagte, der braucht Energie wie Harry. Ach so, der skaliert hoch. Was brauchen wir eigentlich hier aktuell hier? Hier brauchen wir hier Stromkabel, bitte. Hinten, wo es Krach macht. Mann! Da, hier. Oh, es geht noch. Da stimmt was nicht. Guck mal, was das schwankt. 59,7. Da fehlt doch schon wieder ein AKW. Das ist doch ein AKW, was da rumzickt. Das wird schon wieder Wasser. So, hier. Guck mal, es strahlt. Natürlich gegen die Decke strahlt. Macht nichts. Läuft, würde ich mal behaupten, oder? Jetzt ist der gleich durch. 97%, 98%. Na komm. Quatsch. So, da ist schon einer. 75 die Minute braucht das Ding. Lass uns mal gerade gucken, was machen die? Ne, 200 hatten wir hier, ne? Die machen 200, ja. 200 die Minute. Alles klar, da sind sie nämlich am Start. Hier unsere Neural-Quantenprozessor am Start. Da stellen wir jetzt 100 Dinge her und dann tun wir den Bauplan freischalten in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.